Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Manor Lords. Wer den letzten gesehen hat, der weiß, dass wir kläglich versagt haben beim Schützen unseres Landes. Wir haben alles verbrannt, alles kaputt. Wir bauen uns langsam wieder auf. Wir haben eine Zufriedenheit von 23%. Wir haben nur noch einen Bauer und also 8 Familien. Die anderen Familien sind alle abgehauen. Kann ich auch verstehen. Alles verbrannt, wie ihr seht. Wir müssen es wieder aufbauen und hoffen, dass wir aus dieser Misere wieder rauskommen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Möchtet weitersehen, wie es weitergeht. Ob wir nochmal scheitern oder ob wir weitermachen. Ja. Wir können nur hoffen und beten, da ist noch eine Ruine, ja, die läuft auch, dass die Leute das hier langsam und sicher wieder aufbauen mit den paar, die wir haben. Wir müssen die alle ein bisschen hin und her schieben. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir Nahrung bekommen. Ich habe den Handel wieder angemacht. Das ist im Moment ein bisschen einfacher, wie auf Bärenfang oder sonst irgendwas zu gehen. Ich werde das mal ein bisschen schneller laufen lassen. Ja, wir haben jetzt 68, aber wir kriegen einfach keine Leute zusammen, gar nichts. Das können wir alles zumachen. Was? Schwert, das ist Folge ist auch hin. 12 hatte ich, jetzt haben wir nichts mehr. Ach so. Hier ist aber. Oh, kann ich doch was machen? Nein, ja. Alles klar. Ich möchte aber nicht nur einen haben, ich möchte ja mehrere haben. Einer kann das ja nicht verteidigen, oder? Es werden mindestens 5 ausgerüstete Rekruten. Guck mal, ich habe noch 18. Also da sollte unser Herr sich, glaube ich, noch ein bisschen was einfallen lassen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, meine Tierchen sind auch tot. Ja, 20, 50 Stein, Bretter, alles. Ja, kann ich auch vergessen. Na gut, dann müssen wir das mal eben alles stoppen. Was wir nicht haben, können wir ja nicht importieren oder exportieren. Der Stein ist leer. Ich weiß nicht, ob da was nachgespawnt wird. Wer hat mal unseren Nachbarn geschrieben? Aber da kommt auch nichts, hier komme ich nicht höher.
die eine Familie hat ganz schön zu schuften, um das wieder hier alles auf Vordermann zu kriegen. 27% Obdachlosigkeit, Hunger, ja, kann ich verstehen. Aber mehr wie das, können wir ja im Moment nicht anbieten. Ich kann sie ja auch erst alle zum Arbeiten rausnehmen, aber dann haben wir hier zum Beispiel vom Holzfällerlager niemanden, der uns Holz bringt. Oder hier, der uns Brennholz macht, ne? Das sind wichtige Dinge, die brauchen wir nun mal. Sägegrube ist sowieso kaputt. Ja, den können wir rausnehmen. Wir können noch mithelfen. Lagerhaus müssen bleiben. Aber das wird kein mehr. Die rennen da alle nur hin und her und tun nichts. Und das hatte ich schon mal. Ich habe keine Vorräte, ja, bis auf Holz. Ja, oh, bitte. Das kriegen wir nie hin, weil ich keinen Ochsen habe. Gave the old ox a handful of month old grey. He spat it in my face and tried to carve me a new nipple. Noch einer, die naja, das bringt gerade nichts. Okay. Das heißt dann wieder Ende im Gelände und versuchen wir das Ganze nochmal.
aber nichts, womit man sich verteidigen kann. Na, mit dem paar Mannequins ist doch klar, dass wir da nicht gegen ankommen. Dieser Region kann zur Input verwendet werden, wenn nur also über Steuergesetz die Staatskommunikation ausgeben. Geht aber nicht. Ja, Maya, 2030. Für jede Transaktion mit einem durchreisenden Wanderhändler aus Bring this here, move that there, on and on. Why do I have to carry this alone? Thank you.
Gucken, ob es diesmal funktioniert. Ich gehe nicht von aus, aber... Dann haben wir es wenigstens noch mal versucht. Die sind doch immer niedrig. Vier Speere, ich brauche mindestens fünf. Aber alleine der Handelskost 160 und wir haben 21. Vierzig Tage. Also auch nur 46. Und was haben wir denn? Januar. Da noch nicht mal irgendwelche reinsetzen. Das ist, warum baut man überall? Warum? Zaun? Kann ich den Zaun machen? Bringt ja nichts. Was bringt's? Was bringt's? Was bringt das? 46 haben wir nur zusammen. Den Söldner, den wir kaufen wollten, der kostet mehr. Was soll das? Ich dachte, das wären immer 10 und nicht 1. Was soll denn der Scheiß? Ist das auch ein Bug oder was?
So kriege ich die doch nie zusammen. Ich frage mich, von welchem Geld soll man das machen? Oder vielleicht habe ich keine Strategie? Ich habe wirklich keine Ahnung. Naja, ihr könnt mir ja ein bisschen helfen und das mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht tut sich dann irgendwas. Null. Bereite euch auf einen Angriff vor. Ja, wir haben kümmerliche paar Leute. Viele Brunnen, dass wir nicht ganz abfackeln, dass uns die Leute nicht abhauen werden. Wir können ja denen entgegenlaufen. Vielleicht halten sie Abstand. Da kommen sie an, die Briganten. 2x18, 3x18, so viel würde ich gehen an. Hatten wir ja gerade schon mal. Ich würde gerne hier oben eine Mauer ziehen, dass sie erst gar nicht reinkommen, aber leider haben wir das nicht. Und immer nur noch hier 47, obwohl wir Steuern gemacht haben. Ich kann nicht so hohe Steuern machen, dann sind wir 49, das bringt auch noch nichts. Haben wir nur die Leute ab, weil die auch nichts zu futtern haben. Ach, ist doch doof alles. Bring this here. Move that there. Ja, nützt ja nichts, wenn ich jetzt so irgendwas anfange zu bauen. Dann wird ja sowieso alles nur abgerissen und weggebrannt. Was mir echt leid tut immer. Das tut einem in der Seele weh, das könnt ihr mir glauben. Ah, warte mal, vielleicht. Guck mal, 1000 Einfluss braucht man dafür. Mal schauen, vielleicht kommt da ja was bei raus. Das sind ja nur die beiden. Willebold von... Kriegsüberraschung. Ja, vielleicht kriegen wir ja Post zurück. 14 Leute am Mora. Come
pirates in all the land. Das gibt's doch wohl nicht, ey. Sowas bringt mich echt zur Verzweiflung. Du kannst nichts machen. Was soll ich hier machen? Naja, wenn euch was einfällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal was in die Kommentare schreiben würdet, wie man das hier vielleicht retten kann. Noch sind die Banditen unterwegs. Ich habe ja meinen Nachbarn hier irgendwie um Hilfe gebeten. Vielleicht funktioniert es ja. Da kommen die Briganten an. Es wird auch noch eine ganze Zeit dauern, bis sie hier sind. Wir mit unseren 5 Männern, wir können gar nichts gegen die tun. Das ist klar, wir sind eine Kirche. Ja, egal. Ich mache jetzt aber für heute erstmal Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß es nicht. Ihr müsst das entscheiden. Wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, schreibt es mal in den Kommentaren. Vielleicht könnt ihr mir auch ein bisschen helfen, wie wir da weiter verbleiben sollen. Ich bedanke mich und sage erstmal Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, eure Tammy.